Kinderbespaßungskultur. Versuchen wir mal diesen Neologismus, diese zusammengesetzten Hauptwörter. Kinderbespaßungskultur. Was ist das? Und setzen wir uns mal mit diesem Thema auseinander. Wir alle lieben ja hoffentlich Kinder. Hoffentlich liebt ihr alle Kinder. Das ist sehr wichtig, denn sonst wäre unser Fortbestand als Menschheit ernsthaft in Frage gestellt. Leben wir in einer Kinderbespaßungskultur? Geht dir das auch so? Allerorts werden Kinder animiert, bespaßt, ich sag mal auch bepädagogikt. Da gibt es viele Pädagogikkonzepte, Erziehungskonzepte, erzogen. Allein dieser Begriff schon ziehen, erzogen, vielleicht in den falschen Mittelpunkt gestellt. Waldkinderideologien unterworfen, das sind ja auch viele Ideologien oder einfach Auffassungen, die da sind. Herrn Steiner nachempfunden oder bei Montessori mit Messlatten vermessen. Ich mache das mal so provokativ, um dieses Thema herauszustellen. Dass unsere Kinder wichtig sind, keine Frage. Und ebenso keine Frage, dass wir uns um sie kümmern. Aber dass wir ihnen dieses Künstliche verbraten, von dem wir glauben, dass sie das alles brauchen, das ist vielleicht das Problem. Mittlerweile ist eine ganze Industriezweige auf dem Wege, Kinder zu bedienen und entsprechend zu kommerzialisieren, genauso wie das mit anderen Altersgruppen auch stattfindet. Also ältere Menschen, die ja immer mehr werden, werden auch immer mehr also kommerzialisiert in dem Sinne. Dieses Konsum Erwachsenen und Instant-Pädagogik-Expertenverständnis. Diese immer höhere Fremdbestimmung, dieser Wettlauf nach dem besten Konzept, nach dem am wissenschaftlich fundiertesten Konzept, der standardisiertesten Kita ohne und mit Noten, mein Kind muss was werden und das Beste ist für mein Kind gerade gut genug oder das beste Kind werden oder der Klassenbeste und Klassenprimus, mein Kind ist hochbegabt und all diese Geschichten. Vor allem dieses Muss was werden und das Beste, diese narzisstische Überhöhung, in den meisten Fällen aber nur noch Schnäppchen abbekommen. Das ist dann vielleicht eine Realität. Das heißt, ich wage hier diese These, wir vergeuden unser Gut, unsere Nachkommen, dieses Wertvolle. Sie werden und sind überfüttert, behelikoptert, manipuliert, bequem. Unselbstständig, vielleicht mehr denn je. Insofern mögliche Lösungsszenarien. Es geht ja auch um die Kürze solcher Sachen, provokante Thesen, mit denen man sich auseinandersetzt und die entsprechend diskutiert werden können. Wie wäre es, wenn wir uns als Erwachsene mit ins Spiel bringen? Ich und du, egal ob Mann oder Frau, Vater, Mutter und das Kind oder die Kinder, ich und du. Das heißt, wir beide, wir sind zusammen als Familie, als derjenige, der mit dem Kind umgeht und nicht das Kind alleine im Mittelpunkt oder auf der anderen Seite, was wir früher als Konzept sehr stark hatten, nur der Erwachsene, da ging es nur um Vater entlang. Der Vater kommt heute Abend nach Hause und da herrscht Ruhe und wenn der Vater kommt, Gott weiß was. Genauso auf der anderen Seite, ist nicht in Ordnung. Diese Einseitigkeit. Wir sind zusammen und wir bringen uns alle ins Spiel und wir haben alle Bedürfnisse und wir sind miteinander. Und zwar in dem familiären oder in dem sozialen System, das existiert. Es kann ja auch eine Gruppe sein, die irgendwo ist, was weiß ich. Wenn du deinem Kind, wie wäre es, wenn du deinem Kind Bilderbücher der Welt, die du ihm zeigen willst oder ihm zeigst, malst, selber malst, auch wenn du nicht malen kannst. Ein Griffel kann jeder führen. Und es dann in die Bücherregale für alle stellst, damit sich das alle holen können und austauschen können. Aber nicht nur Bilderbücher kaufen, sondern das selber malen, mal was tun. Wie ist denn das, wenn ich so einen Gegenstand male, wenn ich einen Vogel male, wenn ich eine Sonne male und ein Haus und all diese Sachen, an denen Kinder so ein starkes Interesse haben, wenn sie beginnen zu sprechen und sich für die Welt zu interessieren. Wie wäre es, wenn du dir die Zeit nimmst, Spielzeug auch mal selber zu machen, auch das als Selbstkonzept und nicht als ewiges Konsumprodukt und austauschst,
Du machst es selber, was auch immer das ist, aus Holz, aus möglichst natürlichen Materialien, aus Stoffen, all das. Und dein Kind möchte deine und seine authentische Kreativität bewundern. Ich betone, deine authentische Kreativität und nicht in einem super, hyper Volkshochschulkurs oder Montessori oder wer auch immer solche Kurse anbietet, sagst du, ich muss die absolut besten Teddybären herstellen, sowas, das ist ja gar nicht der Punkt. Sondern das Spielzeug selber machen, und wenn es ganz simpel ist, ist es allemal besser als immer diese Fremdbestimmung. Wie wäre es, wenn ich dauernd alles überorganisiert und reglementiert wäre? Wir leben in einer überorganisierten Welt. Und das trifft natürlich für die Kinderwelt genauso zu wie für die Erwachsenenwelt. Wie wäre es, wenn mehr Raum für Spontanes, Gemeinsames, Kreativität kommt aus dem Ausgeschlafensein und dem buchstäblichen Nichts, sogar aus der Langeweile. Mehr Raum für Spontanes. Und wie gesagt, Kreativität oder die Handlungsimpulse, die wir als Menschen haben, kommen aus dem Ausgeschlafensein als Symbol und dem buchstäblichen Nichts und natürlich gerne auch der Langeweile. Sich der Langeweile stellen ist mal was ganz, ganz Interessantes. Wenn du deinem Kind deine persönlichen Grenzen besser klar machen könntest, sodass es Grenzen erfahren darf und du die deinen und seine respektierst. Ihm nicht alles kaufst und schenkst, sondern weniger, einfacheres, aber tieferes eigenes da ist. Ich betone das Einfache, aber das Selbstgemachte, das tiefere eigene dann da ist. Dir weniger von anderen und tausenden von Konzepten reinreden lassen würdest, dich per Expertisen ständig leiten lässt und all das. Es mitnimmst in deinen Alltag, in deinen Alltag und nicht tagesverplanst von Frühlogopädie bis hin zur Obernachhilfe kurz vor dem Abitur oder noch schlimmer im Studium. Es einfach auch immer wieder in Ruhe lässt, das Kind in Ruhe lässt und seine Welt entdecken lässt. Es will alleine spielen mit dem, was da ist, mit den anderen Kindern, mit dir und alleine. Lass spielen. Spielen funktioniert von alleine, ohne Konzept, ohne Vorgabe, ohne Plan, ohne Anleitung. Du ihm die Welt vor allen Dingen als Geschenk und als bedingungslose Schönheit zeigst, gerne als nicht organisierte, durchaus wilde Landschaft, auch immer wieder ohne diese schreckliche Überurbanisierung weltweit. Es immer und immer wieder bedingungslos für das, was es ist, nicht mehr, nicht weniger, das, was es ist, liebst und nicht Liebe an Bedingungen konditionierst, das tun wir nämlich ständig und immer wieder auch, oder versuchst, Makel auszumerzen, das ist ja auch sehr verbreitet. Deinem Kind nicht das Beste zumutest. Das Beste bist du und dein Kind, und zwar in dem Unvollkommenen, das ihr seid, gemeinsam. Und schon gar nicht dieser narzisstisch-globale Wettlauf und Ausbeutung der Personen stattfindet. Ich muss besser werden, ich muss schneller werden, es muss größer werden, ich muss fitter werden und all das. Dieser Wahnsinnswettlauf. Wie wäre es, wenn du mal von einem Kinderarzt, deiner Kinderärztin mal Tacheles in einem Kurs erfährst, was wirklich schlimm als Krankheit und was nicht schlimm ist? Da gibt es nämlich ein Riesenmanko an Aufklärung. Und Tacheles heißt, wir kommen mal zur Sache, was ist mir hier ganz wichtig und offensichtlich. Du den ewigen Krampf und Kampf um Impfen und Nicht-Impfen aufgibst. Trust yourself. Und dann zum Schluss. Macht eure eigenen Schulen auf. Das ist jetzt sehr provokant. Zunehmend sind die staatlichen Systeme überfordert. Was muss ein 14-, 16-, 18-Jähriger-Jährige wirklich können und was nicht? Was ist wirklich eine ganz große Grundkompetenz? Und ich denke, darauf lässt sich auch in einer solchen verfahrenen Kultur, wie wir alle miteinander leben,
doch einigen zu sagen, naja, in der Grundschule leben, lesen, rechnen, Grundrechenarten, schreiben und so weiter. Ja? Das ist ganz wichtig. Und zum Abitur muss ich nicht über Goethe reflektieren können oder Gott weiß was, sondern einfach pragmatische Dinge, die heutzutage zählen, in den Vordergrund stellen. Und Leute, das müsst ihr eventuell selber auf die Reihe kriegen und nicht irgendwelchen Schulbehörden oder verbeamteten Leuten überlassen, die, wie gesagt, damit zunehmend überforderter und überforderter sind und die Schulen funktionieren ja hinten und vorne nicht. Deswegen ja der Schrei nach Privatschulen. Privatschulen kann man aufmachen und das muss man organisieren und tun. Aber macht dann vielleicht nicht das daraus, was die Deutschen immer machen wollen. Sie wollen das Beste und Allerbeste und immer nur direkt sein und all diese Geschichten, auch mal dieser Mut zur Unvollkommenheit, aber eben doch ein anderes System vielleicht tatsächlich daraus kreieren. Das sind so mal ein paar Leitsätze zu diesem Thema vielleicht einer sehr einseitigen Kinderbespaßungskultur oder das Kind im falschen Mittelpunkt, so könnte man ja das Audio auch nennen.